Heute spürt ihr bei Ab ins Bett eine ganz besondere Magie. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 315. Gute-Nacht-Geschichte. Heute am Schnapszahl-Mittwoch am 7.7. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Marco und heute Abend setzen wir uns gemeinsam an ein Lagerfeuer. Habt ihr Lust dazu? Ich auf jeden Fall. Bevor das kommt, kommt aber was anderes, nämlich das große Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Hier ist leicht die Gute-Nacht-Geschichte für den Mittwochabend. Vorher noch der Hinweis, bewertet den Podcast Ab ins Bett überall, wo ihr ihn hört. Drückt den Folgen-Button. Damit helft ihr mir tatsächlich weiter, damit noch mehr Kinder Ab ins Bett finden. Hier ist die Gute-Nacht-Geschichte für den Mittwochabend, den 7.7. Lars und die Magie des Lagerfeuers. Lars ist ein ganz normaler Junge. Er kann es nicht mehr aushalten, bis endlich das Wochenende kommt. Denn an diesem Wochenende, da hat er etwas geplant. Das, was er nämlich jedes Wochenende macht. Jeden Freitagabend sitzt er mit seinem Papa zusammen am Lagerfeuer. Ja, nicht etwa zu Hause, denn leider kann Lars zu Hause kein Lagerfeuer machen. Sie fahren immer in den Garten von Oma und Opa. Dazu steigen sie ins Auto ein und fahren auf eine gefühlte Ewigkeit. Papa sagte aber immer, Lars, das dauert gar nicht so lang, das sind höchstens 15 Minuten, vielleicht 20 und dann sind wir im Garten. Im Garten von Oma und Opa haben Lars und sein Papa sich eine Feuerstelle gebastelt. Mit allem, was dazugehört. Steine liegen drumherum, sogar ein Grillrost hat Papa geholt, denn manchmal legt er wirklich das Grillrost noch drauf, um am Lagerfeuer Würstchen zu grillen. Lars braucht das nicht, denn er isst, wenn überhaupt, ein Stockbrot oder mal ein Marshmallow. Dazu braucht man kein Grillrost, die hängt man einfach so ins Feuer und so machen das echte Männer, das sagte Lars immer. Lars trägt auch immer ein Taschenmesser bei sich. Das hat er zu seinem 6. Geburtstag geschenkt bekommen vom Opa und darauf ist er mächtig stolz. Denn dieses Taschenmesser ist das alte Taschenmesser seines Opas. Damit, sagte Opa immer, hat er schon unzählige Schnitzereien in Äste und in Stöcke reingeschnitzt. Damit hat er sich schon ganz viele Brötchen aufgeschnitten, Brote gemacht und allerhand andere Dinge mit angestellt. Und nun besitzt es Lars. Und Lars wünscht sich nichts sehnlicher, dass es endlich Freitag ist. Heute ist aber Mittwochabend. Das bedeutet für Lars, dass er noch zweimal schlafen muss, bis er endlich wieder zum Lagerfeuer kann. Warum ihm das Lagerfeuer so viel Spaß macht? Weil es draußen in der Natur ist und Lars liebt alles, was draußen ist. Er liebt die Elemente, Wasser, Erde und Feuer. Ja, er liebt es sogar bei Oma und Opa, Unkraut aus den Beeten rauszuzupfen. Seine kleine Schwester, die Larissa, mag das gar nicht. Die spielt nur im Sand und macht sich da auch die Hände nicht schmutzig. Lars hat aber nichts gegen schmutzige Hände. Das gehört dazu, sagt er immer. Ein richtiger Naturbursche ist Lars. Es will aber einfach nicht gelingen heute Abend mit dem Einschlafen. Die Vorfreude auf Freitag und auf das Lagerfeuer ist so groß und da kann man nicht schlafen. Doch so langsam merkt Lars, wie auch am Mittwochabend, die Augen klein, die Arme und Beine schwer werden. Die Gedanken werden weniger, doch sie bleiben beim Garten von Opa und Oma. Sie bleiben beim Lagerfeuer. Und sie bleiben bei den Dingen, die ihm so viel Spaß machen, draußen in der Natur, mit Erde, Wasser und Feuer. Und als Lars dann eingeschlafen ist, sitzt er tatsächlich am Lagerfeuer. Und das ist tatsächlich ein schönes Lagerfeuer.
Er hat es selber angemacht, nicht etwa mit Streichhölzern oder mit einem Feuerzeug. Nein, Lars macht ein Feuer an, so wie es sich für einen echten Naturburschen gehört. Einfach mit zwei Stöcken. Die werden so lange aneinander gerieben, bis es Funken gibt. Und Lars ist als Pfadfinder natürlich auch ein echter Profi und er kann ein Feuer machen. Und so sitzt er nun am Feuer und beobachtet es. Minute um Minute, Stunde um Stunde. Draußen wird es immer kühler. Doch zum Glück hat er genügend Holz da und immer, wenn es für ihn auch ein wenig frisch wird, dann legt er ein neues Holzstückchen auf das Feuer. Und jedes Mal, wenn genau das passiert, dann beobachtet Lars das Feuer. Und das Feuer sieht wunderschön aus. Lars hat eine ganz besondere Verbindung zum Feuer. Und es scheint, als würde das Feuer mit ihm sprechen. Hallo Lars, sagte es. Pass immer gut auf mich auf. Ich bin sehr nützlich. Ich kann dich wärmen. Ich kann dir Essen bereiten. Ich kann Wasser zum Kochen bringen. Aber sei auch vorsichtig mit mir. Denn wenn man nicht richtig auf mich aufpasst, kann ich auch großen Schaden verursachen. Lars weiß das natürlich. Mit Feuer ist nicht zu spaßen. Ein Feuer muss immer gut beobachtet werden. Ein Feuer sollte immer gelöscht werden können. Aus diesem Grund stehen auch drei große Eimer mit Wasser direkt neben Lars und dem Lagerfeuer. Und als sich Lars umblickt, sieht er neben den drei Wassereimern eine Gitarre. Bisher hat er noch nie in seinem Leben Gitarre gespielt. Er weiß auch gar nicht so recht, wie eine Gitarre überhaupt hier ans Lagerfeuer kommt. Aber Lars nimmt sie und er spielt. Einfach so, als hätte er noch nie was anderes getan. Lars spielt so gut und so viel, dass er fast vergisst, das nächste Holzstückchen auf das Lagerfeuer zu legen. Doch bevor ihm kalt wird, macht er das. Er spielt so lange auf der Gitarre, bis die Wolken wieder lila werden und der neue Tag beginnt. Ein wenig tun ihm seine Hände schon weh, denn er hat ja schließlich gar keine Erfahrung beim Gitarrespielen. Und deswegen schmerzt es ein klein wenig an den Fingern. Lars stört das allerdings nicht. Erst am nächsten Morgen, als der Wecker klingelt und er zur Schule muss, da merkt er doch, wie sehr seine Hände wehtun, noch immer. Und er stellt sich nun die Frage, ob das nun alles ein Traum war oder ob er es in Realität erlebt hat. Warum würden denn sonst die Finger wehtun? Beim Frühstückstisch fragt Lars seinen Papa, ob sie am Freitag eine Gitarre mit zum Lagerfeuer nehmen können. Papa lacht und sagte, na klar. Und Lars weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett.